Ja, hier sieht man jetzt schön, was wir heute vorhaben, und zwar eben die Polster zuschneiden für die Sitz- bzw. Liegeflächen. Das Ganze werde ich jetzt anzeichnen in einer Tiefe von 60 cm und einer Länge lasse ich die komplett auf 2 Meter. Da die Liegefläche sowieso 1,85 beträgt und ich nach hinten zur Heckklappe noch ein bisschen Luft habe, da werde ich wahrscheinlich nur eine Ecke ausschneiden, aufgrund der Karosserieform, so dass 2 Meter Liegefläche bleiben. Auf der anderen Seite muss ich das Ganze circa auf 1,20, 1,30 kürzen und zweiteilig oder dreiteilig arbeiten, um nachher mit der Verlängerung zu arbeiten, weil der Eingang Schiebetür ja frei bleiben soll. Aber das zeige ich euch gleich. Ja, wie ihr hier sehen könnt, habe ich jetzt mit meinem Lineal, das ist 1,10 lang, schon mal die Markierungen lang über die Matratze gemacht. Werde das jetzt passend anlegen, dass wir hier auch eine gerade Linie hinbekommen. Wobei, da messe ich noch mal nach, das sieht mir gerade ein bisschen krumm aus da. Kleinen Moment. Ja, zweimal messen ist gar nicht verkehrt, habe ich mich um Zentimeter vertan auf der äußersten Markierung. Jetzt ziehe ich hier meine Linie durch. Und dann wird geschnitten. Und dazu sage ich euch gleich noch, was man da beachten sollte. Eingezeichnet ist die Linie, wie ihr sehen könnt. Das heißt, ich habe 60 und 30 cm dann über, bei einer Gesamtbreite von 90 natürlich. Und schneiden werde ich das Ganze mit diesem Messer. Und wie ihr an dem Glanz vielleicht sehen könnt, habe ich es nach dem Schleifen mit Öl eingerieben und dann mit einem normalen Haushaltstuch einmal abgewischt. Somit kann man wunderbar diese Schaumstoffkerne schneiden, ohne dass es verklebt oder reißt. Ja, ich versuche das jetzt mal eben so zu filmen. Jetzt renne ich natürlich kurz hier vorher. Dürft ihr euch nichts bei denken. Aber es muss ja auch irgendwie drauf kommen. Also einfach mit dem Messer, was eingeölt ist, ansetzen und keine Bange, einfach schneiden. Und wie ihr seht, geht das wunderbar mit dem eingeölten Messer. Es schneidet sauber. Ich zeige euch das mal eben hier. Man hat also eine ziemlich saubere Schnittkante mit dem handelsüblichen Messer. Das werde ich jetzt eben komplett machen. Bloß da brauche ich beide Hände für. Deswegen zeige ich euch das Ergebnis von beiden Matratzen gleich. Und so sieht das Ganze aus, wenn es dann im Bulli liegt. Wie ich schon sagte, das muss man hier hinten an den Ecken noch ein bisschen zuschneiden. Das gleiche hier unten, aber im Endeffekt kommen wir hier auf 2 Meter Liegefläche. Auf der Seite natürlich dasselbe, mit dem kleinen Unterschied, dass ich ja hier den Eingangsbereich immer zum Schlafen mit einer Verlängerungsplatte ausziehen werde. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt hier nochmal kappen, wo meine Auflagefläche beginnt. Und mit der Rückenlehne natürlich genau das Gleiche. Das schneide ich jetzt hier vor Ort und dann sieht das Ganze schon ganz ansprechend aus. Bezüge drauf und ja, soweit so gut, ne? Jetzt kann man schon schön sehen, wie das Ganze irgendwann mal sein wird. Links, rechts die Polster. Das Ganze muss natürlich noch bezogen werden. Aber nach und nach kommen ja auch noch Verkleidungen unten an die Staukästen dran. Da vor Kopf ist die Porta Potti für den Notfall, aber auch nur für den Notfall. Hier unten drinne ist die Kühlbox, die ich noch hatte. Da schaue ich mal, wie ich damit zurechtkomme, weil letztendlich geht es mir hauptsächlich darum, einfach mal ein paar kalte Getränke oder so. Großartig haltbare Lebensmittel muss ja nicht sein. Der Kocher liegt jetzt noch hier oben drauf. So ein einfacher Kartuschenkocher für ein 20 oder 23, glaube ich, hat er gekostet. Der wird aber auch noch anders verstauen. Ist ja klar. Ja, ich sitze hier schon ganz gut, wenn ich mich so nach hinten lehne. Langsam nimmt es echt Form an. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.